Eine schwarze. Ein schwarzes Ganze? Hä? Keine Expedition in der Anomalie. Aber bei Expedition gibt es gar keine Quecksilber-Sachen jetzt? Hm. Warte mal kurz. Forge Level 5? Hm, keine Ahnung. Ach so. Stimmt, man kann sich eine Beat-Machine irgendwie programmieren im Spiel. Auch total krank, dass man das irgendwie noch rein hat im Spiel. Das ist total übertrieben alles. Oh, das gefällt mir. Bis auf den Text, den möchte ich gerne weghaben. So, das schwebende Würfel. Müsste links von hier sein. Okay, ich schub gleich mal. Mythosignal. Ah, Signal sieht gleich aus. Wahrscheinlich bloß einfach kosmetisch. Tarnungsraumschiffspur. Raumschiff-Auspuffüberschreibung. Auch das. Oh, ja, ich kotze Regenbögen, ist klar. Nee, das lasse ich, glaube ich, sein. Nee, das ist nicht so meins. Auch süß hier. Artemis-Figur, Apollo, Null-Figur. Ach, Raumschiff-Inneneinrichtung. Das ist cool, aber dann wiederum. Ich spiele lieber in der Third-Person-Ansicht im Raumschiff. Bringt mir also zwar nicht so viel. Aber ich brauche Rot, auf jeden Fall. Cadmium läuft. Also sind schon coole Sachen, aber wirklich nur rein dekorativ. Was irgendwie ganz nett ist, weil es halt nicht schlimm ist, wenn es dann nicht da ist, aber irgendwie auch schade. Ich hatte übersehen das Ganze, aber ist ja fast schwarz. Das würde ich auch noch nehmen. Das würde ich nicht nehmen. Oder Rot. Ich glaube, ich nehme eher Rot als Lila, ne? Ja, ich nehme dann Rot. Was? Bin ich auf eine neue Kategorie drauf oder was? Das ist doch alles hier nicht zu sehen eben gerade. Ich gehe doch hiermit los. Na stimmt, ich habe glaube ich hier angefangen gerade beim Anmachen. Jetzt bin ich... Ah. Charakteraussehensmodifikation. Okay. Ich bin doch... woanders gelandet. Warte ganz kurz. Ah, ich habe ein Gebäude. Ah, alles klar. Hier oben ist der Reiter. Wer Augen hat, ist klar im Vorteil. Gut, das sind Gesten. Erscheinung ist, klettert sich von selbst, ne? Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Okay. Gut. Meinst du das Ding da? Ist ja kein Würfel. Endpunkte, also jetzt Expedition, nicht Mission. Nexus. Dahinter. Was? Ah. Also das Ding ist im Würfel. Ist aber eigentlich so ein... Ich vergesse immer den Namen von dem Vieh. Aus Portal 2. Der. Naja, so aussieht wie der hier. Weasley. Wheatley. Wheatley war das, ne? Egal. Ja, ganz schön viel. Ein Wochenendereignis. Jetzt. Was mache ich denn dafür? Ja, es steht aber nicht, dass Quecksilber ist. Es ist auf einmal Geld und Dingens. Pose und Arbeiter und ein Produkt vor einem Ort erholen soll. Okay. Aber es steht da. Ich bekomme es dann ja, ne? Komm. Ich mach. Ich habe noch so eine Mission ja nie gemacht. Also ja. Why not? Ganz allein. Eine schwierige Multiplayer-Mission. Na, vielen Dank. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Das klingt jetzt so einschüchternd irgendwie. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ein absolutes Novum für mich. Jetzt muss ich aber bestimmt losfliegen, oder was? Muss ich hier was machen? Doch ist das, ja. Zielplaneten erreichen. Gut. Schauen wir mal. Ja, mein Turm macht viel Damage, da bin ich ja mal alleine rein. Denn... Ich muss also als Figur kämpfen und nicht im Raumschiff, ja? Schlecht, denn ich habe ja gerade... Was war das jetzt gerade? Gar keine Munition mehr für meine Waffe. Oh, Frachter. Kommt auf die Mission an.
nicht gerade hoffnungsvoll für mich, was du so sagst, aber okay. Hä? Was denn her? Oh, gab das bei als Belohnung eben gerade. Ei ausbrüten. Nee, ins Raumschiff mal rein. Stimmt, man konnte Eier ausbrüten. Hat das mit der... Mit der biologischen Schiffseinheitssache zu tun? Die ist Begleiter... Ach nee, warte, Begleiter-Ei steht oben drauf. Vergiss es. Einfach nur ein Tierchen wahrscheinlich dann, oder? Ach, keine Ahnung. Ich brauche irgendwas Munition. Ich weiß gar nicht, wo ich Munition herbekomme. Vielleicht hiervon. Gott. Und ich habe wieder welche. So. Dann wollen wir mal. Ah, ich sehe schon, da sind ein oder zwei Leute unterwegs auf dem Planeten. Sehr cool. Das ist wieder cool. Das ist diesen Multiplayer-Aspekt, den man sonst normalerweise nicht so mitbekommt im Spiel, wenn man sich drauf anlegt. Aber auf jeden Fall muss ich erstmal auf den Ozeanplaneten. Ich habe nichts zum auf dem Ozean landen. Sehr geil. Aber ich kann, glaube ich, trotzdem hier landen, oder? Nein. 0,0. Weil ich genau das gerade nicht geholt habe. Auch noch in der... mit dem Kommentar, ich brauche es nicht, ne? Toll. Kann man ja nicht ahnen. Aber geil, es ist mein erster Ozeanplanet in diesem Spiel. Ich meine, Samir hat einen gefunden, glaube ich. Aber den habe ich halt nur so grob gesehen, aber nicht selbst gefunden und gar nicht groß bereist und so weiter. Daher ganz cool. Ja, wo bist du? Da bist du. Ah, verdammt. Nein! So. Tierchen scannen, na klar. Alle meine Tierchen. Das ist das andere Tierchen. Wo ist es hin? Weg. Oh, war schon super selten. Es ist weg für immer. Mist. Es ist entfleucht. Nehme ich den da halt. Die ich irgendwo zu sehen? Nein, ja. Ich weiß, ich sollte was ganz anderes machen. Ich muss hier auf Mission und so, aber ist egal. Lass mich raten. Alles unter Wasser. Nee, selten Boden. Ein Wasserplanet und wir haben ganz viele Bodentiere. Hm. Läuft. Aber das heißt, ich muss nicht großartig irgendwie unterirdisch suchen. So, bloß auf dem Boden und im Wasser selbst, wo ich wahrscheinlich eh jetzt hin muss. Heißt aber auch, ich brauche jetzt nur ein Tier unter Wasser. Und das ist das Seltene. Dann habe ich da auch alles schon durch. Dann der Rest an Land zu finden. Auch ganz cool. Egal, jedenfalls Mission und so. Ich bin jetzt hier. Ah. So quasi abgeschützter Frachter. Hier ist auch eine coole Sache. Guck mal, da schwimmt einer rum. Es ist awesome, das mag ich wieder voll gut. Voll gut alles. Schwimmen. Ich bin sicher, dass ein oder andere Upgrade bisher nicht installiert. Ich hätte installieren können, um hier unter Wasser besser klarzukommen. Ah, ich bin da, nu. Okay. Nu? Ah, geht doch. Danke. Oder auch nicht. Muss ich jetzt alle einsammeln? Ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Ich bin ja da. Ach, unten rechts. Ich soll 10 Perlen sammeln, alles klar.
als wir Muscheln sammeln. Mehr Muscheln. Was zu helfen würde, wäre ein richtiger Scanner, übrigens. Sag bloß mal. Muscheln, 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 Muscheln. Wo sind sie? Da. Da war ich gerade, beschiss, da war ich. Das gibt nichts mehr. Ja. Ist die Frage, muss ich jetzt echt bloß 10 Muscheln sammeln und das wegbringen? Dann ist die Mission zu Ende? Es kommt mir ganz schön wenig vor für 1800 Quecksilber. Ich meine, ich nehme das gerne an und so. Aber ich bin... Wow, das ist ja ein richtiges Lager. Ich bin skeptisch, ob das so einfach ist. Aber ich habe diese Mission... das ist meine erste Mission dieser Art. Ich weiß ja, wie generell halt schwierig sind oder von rein nicht so... So eher eine Art Arbeitsaufwand als wirklich anspruchsvoll. Mehr Muscheln. Da ist noch eine. Hahaha, voll cool. Brauchen wir noch 3. Ja, nur schwierig. Jetzt sehe ich keine mehr. Gar nichts mehr angezeigt. Naja, in der Nähe schon, klar. Ich denke, ich den hier nehmen. Was soll denn das? Nein! Den hier. Lieber da ein Tierchen suchen, was ich noch brauche unter Wasser. Sieht aber eher schlecht aus. Ja, ist generell sehr schlecht gerade. Ich sehe gar nichts. Was ist das da? Das war ein Schild wahrscheinlich. Ich glaube, ich werde wieder zum Anfang geleitet, oder? Ah. Ich glaube, da komme ich gerade her. Was wäre Nummer 2? Ist doch was anderes, glaube ich. Die waren noch eben dichter zusammen gewesen als die beiden. Ist doch gar nichts, Mensch. Was soll denn das? Lass mich. Du, der Scanner. Gib Stoff. Jetzt habe ich 3. Die 3 brauche ich. Das gefällt mir. So muss das sein. Quecksilber, ich komme. Auch schon 2, nur eine. Noch besser. Immer besser. Ich glaube, auf einem Planeten mit recht hoher Wächteraktivität sind lebende Perlen auch schwer zu farmen, weil, naja, du wirst so angegriffen danach, wenn du es machst. Denn das sind Kulturschätze des Planeten oder sowas in der Richtung. Geht dann halt nicht. Wollen die nicht. So, wir haben 10 Stück. Jetzt einfach liefern. Also, es klingt so, als wenn die Mission bloß das wäre, tatsächlich. Oh! Da ist mein Schiff. Bin doch weiter, als ich dachte, geschwommen. Na jedenfalls, wenn es das jetzt schon war, 1800, ey, ich bin dabei. Geiles Ding. Heißt aber für mich, ich muss offenbar öfter mal am Wochenende reinschnuppern und die Mission da checken. Da auch schon 1000-fach davon haben können, vom Quecksilber, wie es aussieht. Guck mal. Ist gerade. Sieht lustig aus. Der ist gerade vom Wasser ans Land. Das wird irgendwann ein Mensch werden, das sage ich euch. Komm her.
Tierchen. Ach, verdammt. Da noch einer. Ach, Mann, oh. Tut die falschen Tasten. Und noch. Oh. Jetzt brauche ich noch eins unter Wasser. Ich glaube, ich gehe nochmal tauchen. Die Mission ist zwar fertig, aber das sind 2200, die ich einfach so kriegen könnte jetzt. Ich gehe nochmal ins Wasser, obwohl ich eigentlich jetzt die Mission abgeben wollte, aber das würde ich mir nochmal gönnen wollen. Das ist ein Wasserplanet. Ich muss jetzt nicht sonst wo tauchen, schätze ich mal, das Ding zu finden, oder? Ich meine, man kann Glück haben, man kann Pech haben mit dem Finden des letzten Tierchens. So ist nicht. Ich bin da früher mal auf der Stitch stundenlang rumgelaufen, tatsächlich. Um das letzte Tier zu finden, was irgendwie selten war, im Wasser oder aber auch unterirdisch. Das sind die schlimmsten, wie schon erwähnt. Aber das war eine Ausnahme, weil ich so lange suchen musste. Meistens haben wir noch eher früher was gefunden. Komm, nur ein roter Punkt irgendwo. Steht, ob es Tag oder Nacht aktiv ist? Selten unter Wasser, immer aktiv. Das dazu. Ich muss auch nicht auf irgendwelche Zeiten achten. Das ist angenehm. Das heißt, das kann theoretisch, so wie ich es verstehe, jedenfalls, ich kann es nicht genau belegen, das ist so mein Gefühl dabei, aufgrund einiger Zeit Erfahrung nur Man's Sky, es kann überall theoretisch aufploppen im Wasser. Es gibt keinen speziellen Ort, wenn es da steht, allgegenwärtig, zu jeder Uhrzeit und so weiter, kannst überall einfach so zack, da, roter Punkt, scannen, fertig, aus. Oder aber, es passiert eben nicht. Was doof wäre. Vor allem soll ich mich an ihn nicht zu weit entfernen von der Landfläche. Ah, gut, wir haben hier genug in der Nähe. Ich will nicht ewig schwimmen müssen, wenn ich jetzt mal den gefunden habe, um da mein Raumschiff wieder zu finden. Aber es geht dann offenbar einigermaßen. Piu, piu. Tierchen suchen. Eine Sache, die ich normalerweise echt nur offscreen machen würde, aber hey, was soll's. Fischi, Fischi, Fischi. Oder Seeigel, Seeigel, Seeigel. Wer weiß. Robbe, Robbe, Robbe. Geist an Tieren. Nahezu. Ausgestorben fast. Macht es einem nicht leichter. Ich suche nur einen roten Punkt. Dann wäre ich schon zufrieden. Ich kann ganz im Ernst, das sind jetzt wirklich 2000 Naniten, die ich total fix kriege. Die ich schneller bekomme, als wenn ich jetzt den Schimmel abbauen würde, zum Beispiel. Wenn ich ihn jetzt aber so kriege. Ich weiß nicht. Geht doch. Ja, wenn wir krass Glück haben. Zack, zack, zack. Scan, scan, scan. Fertig, aus. Dann das Abbauen dauert immer eine Weile. Und dann das Raffinerieren des Schimmels dauert auch eine Weile. Es ist zwar theoretisch endlos zu machen und ein ewiger Loop und so. Das ist cool. Aber es ist halt, wie gesagt, ein Prozess. Das hier geht theoretisch zack, zack, wenn du Glück hast. Und die Menge ist halt auch ergiebig in diesem Fall. Hängt halt immer davon ab, wie viel man scannen muss an Tieren. Wenn's, es gibt aber nicht nur ein Tier rum, es fleucht, kriegst halt auch bloß, keine Ahnung, 300 oder 400 Naniten für und nicht mehr. Das ist aber auch okay, weil du scannst und fertig, aus. Das ist doch easy going. Da beschwert sich keiner. Ich sehe schon, ich habe kein Glück gerade. Tatsächlich kein großes Glück. Ich weiß auch nicht, ob es hilft, Scanner außen einzuschalten, wie ich es gerade mache. Ich habe das Gefühl, es tut was. Aber ich weiß es nicht. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Aber immerhin, es ist ein Wasserplanet, ich kann sonst wie tauchen. Bei anderen Planeten, wo man das unter Wasser finden muss und das bloß so ein Teich ist, dann bist du immer im Kreis schwimmend, das ist total nervig. Und
da hast du nicht das Gefühl, dass du da was finden kannst. Das hier dagegen, naja, ist halt ein riesiger Ozean. Fühlt sich also in dem Sinne für mich besser an beim Erkunden. Und okay, sieht auch toll aus, muss ich sagen. Hat ein bisschen was von Subnautica gerade. Ach so, Raumschiffen. Oh, da war was. Ich weiß, kein Tier, aber hey. Fehlt mir trotzdem noch. Schneller. Ich weiß nicht, ob es noch Upgrades gibt, dass ich unter Wasser im Jetpack noch schneller fahren kann. Ich weiß, es gibt noch Unterwasserfahrzeug. Ich habe den Namen vergessen, aber es gibt es auf jeden Fall auch. Aber wie erwähnt, ich habe noch in Exo-Fahrzeugen gar nichts investiert, habe ich überhaupt nichts. Und ich weiß auch nicht, ob man vom Exo-Fahrzeug aus unter Wasser diesen Scanner nutzen kann. Ich glaube nämlich nicht. Denn in meinen normalen Fahrzeugen kann man es auch nicht tun. Da muss man aussteigen, um diesen Scanner zu nutzen. Man kann zwar generell so scannen, aber nicht diesen tiefen Scanner quasi zum Analysieren der ganzen. Also das Analysevisier selbst ist ja auch einfach an das Multivec-Zeug gekoppelt. Das gibt es, glaube ich, einfach nicht für die ganzen anderen Dinger. Geht's noch? Geht's noch? Also man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Gerne. Aber ich glaube, das ist so. Ein roter Punkt. Komm schon. Oh. War an der Zeit. Siehst du, das hast du jetzt davon. Willst du ein rotes Ding finden und es passiert nicht? Na gut, ich bin erst 1-2 Minuten dabei, aber. Das macht also wahnsinnig, ne? Eine Sache finden für ordentlichen fetten Nanit-Bonus und die kommt einfach nicht. Und währenddessen kannst du viele andere Sachen machen bei No Man's Sky, bei No Man's Sky wirklich. Aber das ist mal auch die Faszination des Spiels. Du hast so viele Optionen. Du kannst einfach den ganzen Tag nur auf der Suche sein nach Kreaturen, den Planeten scannen und keine Ahnung was. Und das ist schon ein Vollzeitbeschäftigungsprogramm aus Spiele-Natursicht. Oder eben, du machst was anderes. Hier ist wieder gar kein Tierchen. Hallo? Ist das eine Siedlung oder ist das eine Spieler? Müsste ja bei 8 Stunden bestimmt eine Siedlung, ne? Habe ich auch noch nicht gemacht, tatsächlich. Siedlung gefunden, ja, aber ich habe es ignoriert beim letzten Mal. Aber da habe ich auch noch gar nichts mitgemacht. Das soll ja auch ziemlich cool sein. Ich glaube, auch da kann man einigermaßen Geld mitmachen. Oder irgendwie Dinge farmen oder sowas. Wäre auch nochmal absolut mit meinem Interesse, aber ich wann denn alles noch? Verdammt. Das Spiel ist so mega. Wir wissen, was das ist. Es ist so verlockend, ich muss dahin. Verlockend, verlockend, verlockend. Irgendwie gar nicht so verlockend, oder? Achso, Terrama Imperator. Falsch. Das war das echt? Okay, cool. Danke für nichts. Wusch. Ach, los. Seid gnädig mit mir. Gebt mir das letzte Tier. Das ist übrigens auch eine Kleinigkeit, die am Controller für meinen Geschmack ein bisschen besser funktioniert. Jetzt rum... Boah, ist da gewesen. Hier rumfliegen oder schwimmen. Den Ball zu scannen, zu drehen und so weiter. Ich drücke gerade 4 Tasten gleichzeitig auf der Tastatur. Das ist irgendwie ein bisschen eklig. Auf Controller ist sowas halt irgendwie angenehmer. Wenn es 4 Tasten gleichzeitig sein müssen. Das ist... Hier ein wenig... Naja. Geht alles. Aber da hat der Controller einen kleinen Vorteil. Aber generell, absolut. No Man's Sky, wenn ihr könnt,
Maus plus Tastatur. Das sage ich eh bei den meisten Spielen, ich weiß, aber bei diesem hier wirklich. Es gibt diverse Dinge, die sind am Controller besser im Spiel. Ja, auch richtig. Aber im Großen und Ganzen macht hier mit der Originalsteuerung nichts verkehrt. Gut, ich sag Original, ist ja Quatsch. Das Spiel kam ja damals für Konsole gleichzeitig raus mit PC-Version. Ist ja nichts los an Tierchen, ne? Eins der Vereinzelte irgendwie, aber so richtig. Na, da ist wieder ein paar. Was ist das denn? Achso, Schiffe. Oh, ich rieche nicht mehr so. Scheiß Aliens. Mann. Jetpack alle. Was ist das? Das war kein Tier, oder? Ich kann es ja nicht scannen. Achso, bestimmt das da, ne? Okay. Oh, ich will nur ein Tier finden. Ein einziges Tier. Dann die Mission abgeben. Oh. Hätte so schön einfach sein können. Und schnell gehen. Das war Raumschiff, was? Ich bin im Kreis geschwommen. Oh, toll. Was egal sein dürfte, wie gesagt, bei dem Finden der Kreatur. Ah, ich weiß hier schon, glaube ich, 3 oder 4 oder 5 oder 6 Planeten sogar. In diesem Spielstand komplett gescannt, was Tiere angeht. Das hat bisher auch nie so lange gedauert. Jetzt gerade schlaucht das schon wieder ein bisschen. Aber ganz ehrlich, ich will jetzt auch nicht ewig Zeit dafür verplempern, bin ich ehrlich. Ich will die Mission abgeben. Und ist doch schon fast 16 Uhr. Es ist 16 Uhr. Den Stream dann auch so langsam beenden, tatsächlich. Achso, das ist gar nicht meins. Ich sehe verschiedene Raumschiffe. Okay, dann ist klar, dass ich im Kreis schwimme. Wenn ich beim Ausweichen will, dann zum nächsten fliege, das dann gar nicht meins ist, dann wieder ausweiche, dann zu meinem zurückkomme und so weiter und so fort, okay. Ich schwimme jetzt zu meinem Schiff. Okay, ich bin 8 Minuten geschwommen. Ich bin also doch eine gewisse Distanz weg. Hm. Oder, ja doch, 8 Minuten natürlich. Ich habe nicht vor, jetzt 8 Minuten zurückzuschwimmen, aber vielleicht noch 1 oder 2. Wenn ich da nichts finde, dann flicke ich weiter der Mission nach. Schade, aber naja. Letztendlich ist es halt bloß Bonus-Nanitenzeug. Ich krieg das ja gratis, immer wenn ich will. Daher kein großer Verlust. Nur halt aber schade. Du investierst Zeit und dann gibst du halt doch auf. Ich würde doch jetzt tatsächlich weitersuchen, wenn ich jetzt offscreen wäre. Aber im Stream, ich weiß nicht, ich glaube, es ist aber nicht so super mega zum Angucken, oder? Seid ehrlich. Es ist nicht das Spannendste, was du machen kannst. Auch optisch gerade nicht einfach unter Wasser. Mit dem Scanner jedenfalls nicht. Daher beenden wir das gleich. Vorzeitig. Aber ist auch der Grund, wieso ich viel, oder was heißt viel, dass ich theoretisch vorhabe, viel oder vorhatte, viel No Man's Sky Offscreen zu spielen und solche Passagen eben dann eher für mich zu haben. Naja. Aber auch das gehört mit zum Spiel. So gesehen kann man es ruhig zeigen. Echt kein Glück. Mal ganz kurz, ob ich wirklich unter Wasser sein muss, aber es, ich kann mir nicht verlesen haben. Was passiert mir nie. Immer aktiv, im Extra-Formation, im Norden anzufinden, steht da. Das dazu. Ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Wenn das hier oben Norden ist, bin ich zumindest halbwegs nördlich. Hm. Nee, warte. Das ist da, wo es markiert wurde, wo er es gefunden hat, richtig? Nicht, wo ich... Ja, Sache. Okay. Ich weiß aber nicht, wo ich gerade bin auf dem Planeten. Wo sehe ich das denn?